Jo Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil von The Journey in FIFA 18. Wir haben die neuen Likes geknackt und ja, hat mich sehr gefreut, dass wir 9 Likes geschafft haben. Und ich würde mal sagen, fangen wir an mit dem dritten Teil. Let's go. Also Training jetzt dort. Auch heute wird wieder trainiert. Also legen wir los. Heute stehen Weitschüsse auf dem Programm. Zeigt mir mal. Training beginnen. Weitschüsse, okay. Denk mal, ich weiß nicht, wie man schießt. Weiter. Safe. Schuss. Oh, okay. Uri. Oh, bre. Der wie lost. Mach ihn durch. Springen. Okay, jetzt sind wir wieder im Hotelzimmer, aber das ist gegen Galaxy. Einige von euch wissen das vielleicht nicht, aber Galaxy gehört zu den Top-Teams in der MLS. Die kämpfen, die sind diszipliniert und die bestrafen jeden Fehler. Jungs, ihr habt Real richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Das ist ein richtig guter Start in die Saison. Heute will ich noch mehr Einsatz sehen. Noch mehr Intensität. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe keine Lust auf eine Silbermedaille. Komm schon! Achso, das ist schon Finale. Okay, jetzt spielen wir gegen Galaxy. Ich dachte gegen Bayern. Aber ja gut, dann spielen wir halt gegen Galaxy. Dritter Platz, Bayern ist dritter Platz, Real vierter. Okay, let's go. Maybe we learn about MLS, big shot. Das ist ein Freundschaftsspiel, oder nicht? There's no such thing as a friendly in my book. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Willkommen zum Finale
im International Club Cup. War bisher ein richtig starkes Turnier, tolle Teams, tolle Fans. Also das ist wirklich ein echtes Fußballfest. Ich bin sicher, auch heute wird das wieder ein Riesenspiel. Die Galaxy wollen natürlich auch heute wieder auftrumpfen. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Alessandrini. Okay, Galaxy ist jetzt stärker als Teilzeit Real Madrid. Da trennt er ihn vom Ball. Philipp Bernard. Martial. Alex Hunter. Gute Aktion jetzt. Digga, passt doch. Giovanni am Ball. Ja, auch die, ich darf heute nicht verlieren. Nein. Das macht er gut. Toller Pass. Nach wie vor lebt diese Chance. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Pogba jetzt also mit dem Ball. Und jetzt die Chance. Martial! Oh, also, bleibt nicht viel übrig. Ziemlich planlos das Ganze. Ball im Aus. Hunter. Pogba. Jetzt der Schuss! Boom. Der Ball passt! Tor Nummer 1 in diesem Finale. Jetzt kann es richtig losgehen. Pogba, Pogba. Ja, ja, ja. Pogba schießt das Tor. Okay, let's go. 1-0 schon mal. Auf ganz chillige Basis. Dame. Let's go, Obre. Dos Santos. Boateng. Jetzt könnte es gefährlich werden. Mkhitaryan. Valencia. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Dame. Giovanni jetzt. Sanz! Tolles Zuspiel. Ball kommt flach. Ballverlust. Hoppala. Jetzt vielleicht. Sie machen den Ausgleich. Das ist so scheiße überhaupt. Wie sie jetzt zurückgekommen sind. Das macht der Klasse hier im 1 gegen 1. Duschi. Ja, lässt er dem Torhüter mal gar keine Chance. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Sanz. Eins. Philipp Börner. Hol ihn dir. Komm, drauf. Mann. Jones. Alessandrini. Digga. So schlecht, ich bin gerade aufgestanden. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Nein, Verteidigung. Ja, da ist Platz jetzt. Die Chance zur Führung. Papa, den hält so schlecht. Saat ist jetzt. Ein guter Doppelpass. Jetzt wird's gefährlich. Pogba. So, jetzt Pogba. Alexander. Ich müsste schießen, Mann. Nun Giovanni. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Da kommt der Schuss. Den hält er super. Och, Digga, warum pass ich nicht? Alter, das war so knapp. Zur Pause alles ausgeglichen. 1-1, Digga, zur Pause. Traurig. So, rein in den zweiten Durchgang. Weiter geht's. Schauen wir mal, wer hier in diesem Finale diesmal die ersten Akzente setzen kann. Z.
Gonzalez. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Wohin schießt er? Boateng. Ich bin so scheiße halt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und jetzt mal Manchester United. Schieß doch! Ashley Cole. Sie stellen die Römer aktuell sehr gut zu. Die Konsequenz, dieser Einwurf. Er nimmt ihm den Ball ab. Oh, Alter, eine schlechte Bewertung, Digga. Ballgewinn jetzt von Manchester United. Pogba. Boateng. Giovanni dos Santos. Das könnte die Chance werden. Ist es aber nicht. Gut gespielt. Ist das die Chance? Nein. Nicht. Und die Chance, aber nein, er geht abseits. Es gibt einen Wechsel bei Man United. Und Hunter. Wird das eine Torchance? Paul Pogba! Super! Hey, was? Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Hunter! Schieß doch! Jetzt ein Wurf für Man United. Martial. Jetzt Ander Herrera. Jetzt Matic. Es passt nicht, Pogba. Es passt nicht. Pogba, das muss es sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zweimal an der Schlatte. Den Ball leitet er weiter. Wenn das faul ist, Alter. Super dazwischen gegangen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Er bekommt Hilfe. Ja, Digga, wenn das kein Foul ist, Alter. Giovanni dos Santos. Hier gibt's den Einwurf für Manchester United. Nein, warum ich... Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ich weiß nicht, was ich jetzt für eine Bewertung habe, Alter. Wie schlecht, Mann! Dos Santos. Jetzt müssen Sie aufpassen! Zades. Oh, Alter, ich dachte schon. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Pass doch rüber! Wohin? Könnte jetzt was werden. Zades. Jonathan dos Santos. Er versucht's. Den Ball blockt Gaio. Mal sehen, ob der Joker das Spiel entscheiden kann. Noch steht's unentschieden. Da kommt die Ecke. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten wir mehr draus machen können. Nun Juan Mata. Jetzt Man United im Angriff. Jetzt der Schuss. Drin Boom, ist er. Und jetzt sind sie hier vorne, kurz vor Ende des Finals. Bali. Und jetzt tickt oder die Uhr für Man United. Das könnte das entscheidende Tor gewesen sein. Ja. Jetzt nur Bali. Noch gut hinten stehen, dann haben sie es. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Busche? Vielleicht. Führungstreffer. Kurz vor Schluss, ob sie das halten können? 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Das sind jetzt Bilder,
die man auch einfach mal stehen lassen kann. Also, Digga, 2-1 gewonnen, Alter. Entspannt, also die großen Schwadroniere, sich entspannt zurückziehen und sagen, guckt euch das an. Ich verstehe das richtig. Auch angesichts der Bilder. Digga, ich hab schon so ein Flattern, Alter. So, hinten stehen die Ordner. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen Haltung bewahren. Auch ein paar Autofotografen, da ist auch so ein leichtes Grippen spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, bei dem Erfolg. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wer der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und jetzt... Lass es raus! Lass es raus! Easy win. Digga. Ich hatte schon so Angst, dass wir verlieren, Junge. Ich dachte, du wolltest mich anrufen. Dad. Was? Bist du ein Fan oder was? Du hast mehr von mir, als du denkst. Kann schon sein. Ich kenne dich nicht genug. Ja, das stimmt. Du warst gut heute. Sah klasse aus. Ja, Saisonvorbereitung. Du entwickelst dich zu einem Starspieler, Alex. Hör mal. Hey, ich muss los. Wir fliegen heute nach Chicago und ich mache noch Sightseeing. Was? Via Taxi? So ein Quatsch. Na komm. Komm schon. Okay, also das ist sein Vater sozusagen. Ja, sieh dir das an. Tolle Aussicht, hä? Okay, MLS All-Stars in Chicago. Nicht leicht. Viele Topstars in der Liga. Ja? Woher willst du das wissen? Ja, weißt du, man kriegt was mit als Scout. Ich arbeite für Galaxy. Ich muss Geld verdienen. Fußball ist für mich alles. Ich dachte, du warst in England nach dem FA Cup-Finale. Ja, habe ich da nach neuen Spielern umgesehen. Aber ewig konnte ich da nicht bleiben, oder? Kim. Wer ist das? Weißt du, nichts Wichtiges. Nur ein Mädchen. Ja, Mann. Weißt du, Junge, der Schein trügt manchmal. Gewöhn dich daran. Hast du uns ihretwegen verlassen? Alles okay bei dir? Ja. Kann ich dich gleich zurückrufen? Ich bin in deiner. Bis dann. Was ein Ehrenloser. Was ein Ehrenloser. Chicago. Und die Trainingseinheit machen wir noch schnell. Trainingswertung. Wer ist bereit für ein bisschen Training? Pässe. Trainer will am Wochenende. Okay, also jetzt kommen Pässe. Flachpass. Flacher Steilpass. Doppelpass. Exzellent, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Flach,
Flanken, so ich dachte Flachten. Flanken, wo habe ich heute so hier? So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wenn wir die 10 Likes auf diesem Video schaffen, kommt der vierte Teil. Und ja, bis zum nächsten Mal.